Hallo, Radio Rainbow meldet sich online aus Frankfurt, Passau und Düsseldorf. Ich sitze hier mit Heisa und Paulina von Catcalls of Germany. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Hallo. Genau, wie geht's euch? Was macht ihr so? Wer seid ihr so? Hallo, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, heute dabei zu sein und mit euch sprechen zu dürfen. Ich bin Heisa, ich komme ursprünglich aus Brasilien, ich bin aber in Deutschland fast 6 Jahren jetzt, am 01.01.2022, 6 Jahre in Deutschland. Ich bin Sozial- und Politikwissenschaftlerin. In Brasilien habe ich meinen Bachelor absolviert und in Deutschland meinen Master vor ungefähr 1,5 Jahren. Und derzeit arbeite ich als Referentin in einem Verein, der sich für Frauen in Führungspositionen einsetzt. Genau, ich bin die Pauline, die zweite Hälfte von Catcalls of Germany. Ich bin aktuell noch Studentin, ich studiere Wirtschaftsinformatik und arbeite auch eben nebenbei in einem Softwareunternehmen. Dann kreide ich sonst bei Catcalls of Passau an. Und genau, um deine Frage noch zu beantworten, mir geht es sehr gut und ich freue mich sehr auf die Weihnachtszeit und die Stimmung. Ja, ist auf jeden Fall sehr cool, dass ihr da seid. Dann würde ich einfach sagen, wir starten einfach direkt mit unseren Fragen. Genau, wie ihr schon gesagt habt, ihr betreibt einen Instagram-Account Catcalls of Germany. Was bedeutet denn Catcalling an sich überhaupt? Das ist eine gute Frage. Catcalling ist eigentlich sehr einfach. Also der Begriff, was das eigentlich bedeutet, das ist einfach verbale sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum. Es gibt ein paar Beispiele dafür, wie wir das am besten verstehen und greifen können. Zum Beispiel ungefragte Kommentare bezüglich unseres Aussehens oder wenn wir laufen und jemand uns hinterher pfeifen oder noch hupen vom Auto oder Beleidigungen allgemein. Also es ist sehr subjektiv natürlich zu sagen, wann man was eine Belästigung ist für mich, wann dieser Schritt überschreitet wurde, aber wichtig ist in diesem Fall, dass wir einfach andere Menschen respektieren, also die Grenzen anderer Menschen respektieren und solche Situationen nicht klein machen. Ja, das ist ja schon mal super, dann können wir besser in das Thema starten, wenn wir genau wissen, was das bedeutet. Genau, eure Initiative selbst heißt ja Catcalls of und ihr kümmert euch um Catcalls of Germany. Was bedeutet denn die Initiative Catcalls of? Genau, also in allen Städten funktioniert das gleich. Es geht darum, erstmal um den Betroffenen zuzuhören und wir bekommen dann quasi per Instagram anonyme Nachrichten, wo Leute, die die Geschichte erzählen können, dann die MitstreiterInnen in jeder Stadt gehen zu einem beschriebenen Ort und kreiden dann den Catcall-Spruch an. Und anschließend posten wir das auf Instagram und machen somit sowohl die FußgängerInnen als auch unsere FollowerInnen auf die Problematik aufmerksam. Und es geht im Großen und Allgemeinen darum, den Betroffenen eine Stimme zu geben, den Betroffenen zuzuhören, auf Catcalling aufmerksam zu machen, aufklären und vor allem zu zeigen, dass es ein alltägliches Problem ist und ernst genommen werden soll. Und wie Heiser vorher auch gesagt hat, es ist wichtig, dass man das nicht klein macht. Genau. Ja, genau. Ich denke, in so Situationen fühlt man sich auch gerade als betroffene Person sehr alleine. Und das hilft ja dann total, einmal jemanden zum Sprechen zu haben, wenn man vielleicht im direkten Umfeld niemand hat. Und zweitens, wie du schon gesagt hast, eine Stimme verliehen zu bekommen. Weil oft traut man sich auch in der Situation ja auch nicht, irgendwie was zu sagen. Weil es auch sehr bedrohlich sein kann. Genau, wie seid ihr mit dem Thema so generell in Kontakt getreten? Also seit wann beschäftigt ihr euch so richtig damit? Wir sind tatsächlich durch Instagram auf die Initiative aufmerksam geworden. Ich kann mich erinnern, dass vor ein paar Jahren ich den Begriff wirklich nicht kannte. Eine Freundin von mir hat sogar über Catcalls of Passau gesagt, die Initiative erwähnt und ich wusste nicht ganz genau und ich glaube, wir Frauen oder weitgelesene Personen haben natürlich viele Erfahrungen gemacht in dieser Hinsicht mit sexueller
Belästigung. Und vor ungefähr 1,5 Jahren, würde ich sagen, kam dann die Idee, diesen Account zu erstellen. Und wir haben uns dann seitdem auch intensiv mit dem Thema beschäftigt. Ja, super. Ich finde auf jeden Fall ziemlich, also ich finde es halt immer schwierig, dass man so nicht weiß, was da alles so ist. Und dann kriegt man durch Zufall das mit, weil einfach sehr, sehr wenig darüber gesprochen wird. Das finde ich immer faszinierend, wie das einfach nicht weiter verbreitet wird in vielen Kreisen. Genau, worum geht es euch bei Catcalls of Germany? Catcalls of Germany funktioniert ein bisschen anders als die anderen Accounts, weil wir kreiden nicht hauptsächlich an, sondern beschäftigen uns viel mit der Aufklärungsarbeit. Und wir versuchen auch auf die einzelnen Städte dann weiter zu verweisen. Deswegen haben wir da in unseren Highlights zum Beispiel immer je nach Bundesland die einzelnen Städte, die aktiv sind. Damit wir quasi erstens zeigen können, wie groß die Initiative deutschlandweit ist und zweitens, dass wenn jemand zum Beispiel vorher nicht gewusst hat, dass in Stadt sowas schon passiert, dass man sich bei dem Team melden kann, dass man da unterstützt wird, dass sie dann quasi eigene Stadt finden und ansonsten auf jeden Fall Reichweite haben, um mehr aufklären zu können. Und ja, die anderen Städten unterstützen. Genau, finde ich auf jeden Fall echt eine super Initiative, weil vielleicht weiß man gar nicht, dass man in seiner eigenen Stadt vielleicht sowas schon hat. Genau. Ihr, also beziehungsweise die lokalen Catcall-Seiten, schreiben ja mit Kreide Zitate auf, um dann diese sexuellen, verbalen Beleidigungen auch festzuhalten. Was ist so das häufigste Szenario, bei dem es zu solchen Catcalls kommt? Es ist schwer zu sagen, weil wir nicht alles mitbekommen. Natürlich die Nachrichten, die uns erzählt werden, ist nur ein Bruchteil davon, was so wirklich passiert. Und jetzt zum Beispiel in Passau, weil ich sonst in Passau ankreide, kann ich sagen, dass man sieht, dass es ganz oft im Zentrum passiert, so zum Beispiel in der Nähe von Bahnhof oder zentralen Bushaltestelle oder dem großen Einkaufszentrum. Da kreiden wir am meisten an und die Nachrichten kommen am meisten von Frauen oder manchmal auch von Männern, die überwiegend nicht dem typischen Rollenbilder entsprechen. Und wenn was so gesagt wird, also ich würde jetzt also intuitiv sagen, dass es meistens um Kommentare bezüglich Frauenkörper geht und das ist ja genau in diese Richtung. Also es passiert alles Mögliche, jede Geschichte ist komplett anders, aber wenn man das irgendwie zusammenbringen wollen würde, dann wäre das meine Antwort. Wie intensiv ist dann so euer Kontakt direkt mit betroffenen Personen? Okay, wir beantworten alle Nachrichten, die uns erreicht. Also es ist keine Nachricht, die wir bekommen, werden ungelesen, aber wir haben auch keine persönliche, direkte Kontakte mit den Betroffenen, die uns schreiben. Und je nach Bedürfnis, bei der Notwendigkeit der Person, wir verweisen auch auf weitere Hilfestellen, wenn sie brauchen, zum Beispiel, dass wir sagen, hey, hier und hier und da könnt ihr vielleicht die entsprechende gute Hilfe für das Problem. Aber was wir auf jeden Fall machen, diese Intensivität ist, alles zu lesen, zu beantworten, damit die Person sich wohlfühlt und versteht, dass sie zugehört wurde und dass wir versuchen, irgendwas dagegen zu machen. Ja, mega gut. Also habt ihr so eine explizite Situation bisher gehabt, wo ihr sagt, das war schon relativ schwierig oder was war so die schwierigste Situation in Bezug auf eure Mission gegen Catcalling? Also direkt mit Betroffenen hatten wir keine schlechte Erfahrungen, bis auf das, dass es immer hart ist, die Geschichten zu lesen. Und man kann sich da auch immer wieder selbst finden, dass man was Ähnliches schon erlebt hat. Und ja, aber die Reaktionen sind immer
gut gewesen, im Sinne von, man sieht oft, dass die Betroffenen sich sehr erleichtert fühlen, die Geschichte mitteilen zu können. Und wenn es um schlechte Erfahrungen geht, auf jeden Fall, als wir uns öffentlich mit Ines Agnoli solidarisiert haben, haben wir ganz viele Hassnachrichten bekommen und Hasskommentare auch auf unseren privaten Accounts. Und das war schon viel dafür, dass wir vorher nicht so viel damit zu tun hatten, dass man ein bisschen so gegen uns gearbeitet hat. Und dann von einem Tag auf den anderen so viel, da musste man erstmal auch wieder lernen, damit umzugehen. Ja, krass, krass. Bekommt ihr denn so viel Gegenwind für das, was ihr euch so einsetzt? Eigentlich nicht, außer bei diesem Beispiel, was Paulina gerade erwähnt hat. Also ich kann mich da nur einschließen bei dieser Aussage, weil das war wirklich ein Moment, wo wir dachten, wow, okay. Aber sonst eigentlich nicht. Wir bekommen eher Unterstützung von Familie und von Freunden und auch von unbekannten Menschen, die dann auf uns zukommen und sagen, hey, ich finde es toll, was ihr macht, das ist wichtig und so weiter. Ich würde sagen, hauptsächlich bekommen wir eher positive Nachrichten als starken Gegenwind. Ja, ist auf jeden Fall total gut. Habt ihr denn so ein Ziel vor Augen, wo ihr vielleicht mit eurer Seite hinwollt? Gibt es irgend so ein Ziel, was ihr für euch jetzt so gesetzt habt? Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir in der Zukunft größere Reichweite hätten, damit wir einfach unsere Botschaften, die wir zu vermitteln, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Wir schränken uns jetzt nicht nur auf Catcalling ein, sondern sehen uns allgemein so quasi als zwei intersektionale Feministinnen, die sich wünschen würden, dass die Welt gleichberechtigt ist und dass wir uns miteinander solidarisieren und dass nicht mehr alles so abhängig von so vielen Faktoren wird wie Alter, Herkunft und so weiter. Und genau, und da es uns sehr an den Herzen liegt, würden wir uns freuen, wenn das weitergehen würde, was wir zu sagen haben. Ja, verstehe ich. Also da auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg, weil es ist auch einfach eine sehr, sehr wichtige Botschaft. Und ich denke, es hilft einfach auch sehr vielen, sich aussprechen zu können und zu sehen, man ist dann doch nicht alleine, weil es gibt sehr, sehr viele Menschen, die davon eben betroffen sind. Habt ihr Tipps, wie man sich so als betroffene Person bei solchen Belästigungen im öffentlichen Raum wie Catcalling verhalten sollte? Wie reagiert man da im besten Fall? Es gibt keine richtige oder falsche Reaktion auf Catcalling. Das ist wichtig, das zu verstehen und sich nicht selbst die Schuld zu geben. Es ist auch wichtig, dass wir uns in solchen Situationen irgendwie, wenn möglich, sicher fühlen, also nicht selbst etwas zu machen, was uns in Gefahr bringen würde. Aber was wir auch ganz oft vorschlagen, wenn man in dem Moment den Mut dafür hat oder sich nicht bedroht fühlt, könnte man auf jeden Fall den Täter, die Täterin sofort konfrontieren und klarstellen, dass das, was gerade passiert ist oder gesagt wurde, Belästigung ist. Man kann auch gerne Leute in Umgebung nach Hilfe fragen. Und was wir auch immer ganz gerne betonen, als dritte Person keine Augen drauf zu machen, was gerade passiert. Es ist oft viel einfacher, als nicht direkt betroffene Person zu reagieren, etwas zu sagen, ein Zeichen zu setzen, als wenn man selber in der Situation ist und gerade davon betroffen wird. Ja, denke ich, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich meine, wie du schon gesagt hast, man sollte sich niemals selber in Gefahr bringen, aber wenn man das Gefühl hat, die Situation ist so sicher oder die Person gegenüber ist jetzt nicht direkt so gefährlich, dass man es einfach signalisiert, weil sonst kommt es halt auch einfach nicht ran, wenn man ihnen Feedback gibt, dass das nicht in Ordnung ist, weil viele denken ja auch immer noch, ha, das ist doch ein Kompliment, während man sich vielleicht als Person, die sich etwas unterlegen fühlt, körperlich vielleicht auch, sich zum Beispiel abends alleine im Dunkeln nicht wohlfühlt, wenn irgendjemand jemandem etwas hinterherruft. Genau, und ich denke, es sollte auch viel mehr
ein Auge, wie gesagt, schon von dritten Personen sein, dass man auch unterstützen kann. Und wenn es nur heißt, sich daneben zu stellen, gegen die Front der angreifenden oder verbal angreifenden Personen, weil das kann schon einer Person sehr, sehr viel bedeuten, dass man da nicht alleine dasteht, denke ich, ist auch eine sehr, sehr gute Message. Genau, in Bezug darauf, habt ihr noch irgendwas, was ihr als Message gerne unseren ZuhörerInnen sagen wollt, besonders eben vielleicht auch jüngeren Menschen, Kindern und Jugendlichen? Was habt ihr so eine schöne Message, was wollt ihr gerne noch rüberbringen als zum Abschied? Ich glaube, es gibt da vieles zu sagen, aber es gibt einen Spruch auf Deutsch, das ich gelernt habe, das sehr passend ist hier. Das ist das Kind beim Namen nennen. Was heißt das in diesem Fall? Dass wir uns bewusst sein müssen, was uns gerade passiert. Zum Beispiel, wenn ich einen Partner habe und mein Partner versucht, Geschlechtsverkehr mit mir zu haben ohne meine Einwilligung, das ist Vergewaltigung. Wenn Frauen aufgrund deren Geschlechts getötet werden, das heißt Feminizid. Wenn ich zum Beispiel aus Brasilien, irgendwas, ich lebe aufgrund meiner Herkunft, das ist Rassismus und so weiter. Wenn auf der Straße jemand mich belästigt, das ist Catcalling. Ich glaube, es ist sehr wichtig, uns da bewusst zu machen und diese Aufklärung zu holen, weil wenn wir über diese Probleme bewusst sind, desto mehr können wir dagegen kämpfen. Und etwas auch sehr Wichtiges ist, wenn wir in diesem Alter sind, noch Jugendliche sind und so weiter, wir haben wirklich so ein Feuer, ein Wut und das sollten wir nicht vergessen. Da sollten wir wirklich das als Benzin verwenden für eine Veränderung. Wenn ich sauer bin, weil ich Ungerechtigkeit erlebe und das sehe, dann sollte ich einfach nicht schweigen, sondern einfach das wirklich als Benzin verwenden, um das zu verändern. Deswegen, das ist dieser Motto, Angry Feminists will change the world. Und ich glaube, das ist tatsächlich so und dass wir das vielleicht weiterhin daran arbeiten sollten. Oh, das hast du schon gesagt. Ich kann mich nur einschließen. Und vorher habe ich auch schon gesagt, fühlt euch nie wegen der Täter-Opfer-Umkehr-Rolle für solche Situationen schuldig. Es ist nie eure Schuld, egal was ihr anzieht, wo ihr gerade wart. Vielleicht solltet ihr anderen wegnehmen. Nein, es ist nie eure Schuld. Die Schuld liegt ganz allein bei dem Täter, bei der Täterin. Ja, vielen, vielen Dank. Es hat mir auch nochmal direkt Motivation gegeben, mich da einzusetzen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Interview und uns so ein bisschen gezeigt habt, was ihr über euren Instagram-Kanal und auch so erreichen wollt und schon erreicht habt.